So, hallo meine lieben Freunde der lieben Angel Readings Community. Es ist wieder soweit. Einmal im Monat gibt es natürlich hier auf dem Kanal auch die Sternzeichen. Na? Also, ich lege jetzt aber da kein großes Blatt aus und erzähle da eine Stunde lang, sondern hier auf dem Kanal für dein Sternzeichen, da geht es nur, da erfrage ich dein Hauptthema. Welche Energie steht dir hauptsächlich zur Verfügung und was ist dann jetzt im März dein wichtigstes Thema? Und da schauen wir mal rein, das beleuchten wir dann auch mal. Wie geht's weiter? Wie kam es dazu? Natürlich noch eine Botschaft aus der geistigen Welt. Und dann schauen wir uns mal an, worauf es bei dir im März ankommt. Und jetzt kurz als Intro noch, vor deinem Sternzeichen-Reading. Möchte ich euch ja natürlich noch kurz zeigen, was passiert denn mit euren Spenden oder mit den Mitgliedsbeiträgen von den Kanalmitgliedern? Ja, da haben wir meiner Prinzessin Lilifee einen Rollstuhl gekauft und das Video möchte ich euch kurz einspielen. Da könnt ihr dann alle ein bisschen teilhaben. Die Lilifee übt da noch fleißig damit. Das ist quasi ihr erster Ausflug auf einem Rollstuhl oder in einem Rollstuhl gewesen. So, jetzt viel Spaß mit dem Video. Kamerafrau, stopp. Hallo, herzlich willkommen, liebe Freunde. Jetzt wieder mal ein kurzer Vorspann vor dem Video. Ich fasse es kurz. Ihr wollt ja auch bestimmt immer mal wissen, was passiert denn eigentlich mit meinem Geld, wenn ich euch was spende? Also uns, ja? Und ihr wisst ja alle, mein Hund Lilifee hat ja mittlerweile so einen Tumor, den man nicht mehr so wirklich operieren kann. Und da haben wir uns gedacht, wir nehmen jetzt was aus der Spendenkasse und kaufen einen Hunderolli. So, und hier ist das Ding. Ich würde sagen, ich spanne euch nicht lange auf die Folter. Und dann werden wir das jetzt mal zusammenbauen. Und dann werden wir die liebe Lilifee mal in den Rollstuhl setzen. Na, und da möchte ich euch natürlich daran teilhaben lassen. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem Patienten. Kamerafrau, stopp. So, der Rollstuhl ist angebracht. Was für eine Aktion, Lilli Maus, ha? Ja, was für eine Aktion. Oh mein Gott. So, dann wollen wir jetzt mal schauen, wie das funktioniert. Lilli! Etwas unentschlossen. Halt! Lilli, na, das geht ja ab. Du mal Buße nehmen. Das Ich schreite mal zur Tat. So, zweiter Versuch. Lilifee macht schon die ersten Fortschritte. Na komm. Das ist halt was, was wir jetzt einfach lernen müssen, ne? Dass wir uns das Bäuchlein da abstützen können. Ne? Na komm, Lili, hopp. Brave. Na, ich halte euch mal auf dem Laufenden. Na, bis dann. So, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße alle Waagen oder alle mit dem Aszendent Waage hier bei der Sternzeichenlegung für den März auf dem schönen Kanal Angel Readings. Und wie ihr vielleicht wisst oder manche wissen es vielleicht noch nicht, einmal im Monat machen wir natürlich auch für die Sternzeichen eine kurze knackige Legung. Ich mag es ja gern kurz und knackig, deswegen legen wir hier jetzt kein großes Deck aus und ich erzähle euch eine Stunde lang was. Nein, hier geht es nur um deine Hauptenergie. Ich habe jetzt nur gefragt, was ist die Hauptenergie der Waagen im März? Und diese Karten, die ich jetzt bekommen habe dafür, die wollen wir gemeinsam mal deuten und anschauen. Du wirst dann merken, wenn es nicht dein Thema ist, wenn du nicht in Resonanz gehst, dann schau dir gerne das Video zu deinem Aszendenten an. Das wird dann vielleicht besser für dich passen. Aber ja, wir wollen jetzt da mal anfangen. Ich erkläre euch mal kurz, was ich jetzt da hergemischt habe. Und zwar einmal eine Hauptenergie mit Klärungskarte. Dann haben wir hier eine Karte, wie kam es denn dazu? Also die jüngere Vergangenheit. Hier eine Karte, was ist denn der Waage nicht bewusst oder was weißt du denn noch nicht? Eine Botschaft aus der geistigen Welt und zwei Karten,
Wie geht's denn im März weiter mit euch Wagen? Und dann am Ende noch eine schöne Karte aus dem Kartendeck Engel und Ahnen Orakel, die ich mal von einem lieben Fan geschenkt bekommen habe. Ja, also jetzt muss ich es mir auch mal gemütlich machen. Und jetzt fangen wir auch mal an mit der Deutung. Deine Hauptenergie hier an dieser Stelle, liebe Waage, da ist der Bär gefallen. So, der Bär, der steht für Autorität, der steht für Stärke, für Macht. Der steht aber auch gerne mal für einen Vorgesetzten, eine Vorgesetzte, einen Chef, eine Chefin. Ja, also hier im März sehe ich, dreht sich vielleicht bei dir alles so ein bisschen um die Arbeit. Hier auch die Würfel als Klärungskarte, die stehen ja auch immer für so ein bisschen für Risiko, die stehen aber auch für Unsicherheit, ja. Also ich sehe dich vielleicht beruflich im März so ein bisschen wackelig dastehen, auch in Gedanken darüber, ob du vielleicht etwas anderes machen sollst. Ja, es gab wahrscheinlich auch oder wird vielleicht auch so ein bisschen Aufregung geben bei dir im Job. Hier die Karte an der Stelle, die jüngere Vergangenheit oder wie kam es denn überhaupt dazu, da sind die Vögel gefallen. Also kann es gut sein, dass hier so ein bisschen Kummer, Sorge, Aufregung, Unruhe, Nervosität im Job dafür gesorgt hat, dass du dir jetzt beruflich, hier wo du gerade jetzt eben bist, dass du dich da gar nicht mehr so wohl fühlst, ja. Vielleicht ist der Chef auch affig geworden, da versteht man sich nicht mehr so gut. Vielleicht wird zu viel verlangt, du verspürst Druck, also hier die Vögel, das ist eine sehr unruhige und nervöse Karte und in Berufsfragen sowieso, das sagt mir dann eh schon, dass man sich vielleicht mal drüber Gedanken machen soll, ob man da überhaupt ja richtig ist bei der Arbeit, wo man seine Brötchen verdient. Ja, wenn ich mir jetzt nämlich hier diese Karte anschaue, was weißt du denn noch gar nicht oder was ist denn in deinem Unterbewusstsein? In deinem Unterbewusstsein manifestiert sich tatsächlich auch schon jetzt dann im März der feste Wunsch oder der Gedanke, vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen. Der Kompass, wenn fällt, da sehe ich immer, okay, da geht's jetzt in eine andere Richtung und zwar in eine bessere Richtung. Wir sehen ja auch hier alle in der Mitte vom Kompass ist ja auch die Sonne abgebildet. Die Sonne ist ja in dem Kartendeck auch die absolute Glückskarte. Ne? Auch die geistige Welt sagt dir, es ist an der Zeit, liebe Waage, die Uhr an der Stelle, die Botschaft aus der geistigen Welt. Es ist für dich an der Zeit, vielleicht einmal zu gucken, ob du ja an einem neuen Arbeitsplatz vielleicht für deinen Verdienst sorgen kannst. Denn die Aufregung, die ich hier sehe, die muss man nicht haben, das muss nicht sein. Es gibt ja genug Arbeitsplätze und genug Arbeitgeber. Wenn man sich nicht wohlfühlt und wenn es vielleicht mit dem Chef so ein bisschen komisch ist, dann hat man als Arbeitnehmer ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich suche mir jetzt was anderes. Und das sehe ich so ein bisschen hier auch. Am Ende der Legung, da haben wir zum einen, wie geht's weiter, die Fische, die stehen ja für Geld, die stehen für finanziellen Wohlstand, ja, und hier die Schlange. Die Schlange steht ja unter anderem auch für die Erneuerung, dass sich hier für dich in Sachen Brötchen verdienen eine Erneuerung bietet, also eine neue Chance, vielleicht dein Geld woanders zu verdienen, da wo es vielleicht so ein bisschen ruhiger ist, wo es ein bisschen gechillter zur Sache geht, weil du hast ja alles selbst in der Hand, was du tust. Also der Monat März für dich, liebe Waage, hier, wenn es ums Berufliche geht, auf jeden Fall mal Gedanken darüber machen, ob man vielleicht einfach woanders arbeitet. Dann kann man mal von Neuem starten und man muss sich nicht mit dem Chef rumärgern, wenn es da zu Turbulenzen kommt. Ne? Was hier dazu noch gefallen ist, aus dem schönen Kartendeck Engel und Ahnen ist der Wolf. Und der Wolf steht für den Winter, was wir ja gerade leider haben. Und da steht, kümmere dich um deine Bedürfnisse. Ja, wenn ich deine Bedürfnisse meine, dann sage ich ja hier, es ist beruflich natürlich in erster Linie das Finanzielle und hier die Schlange für die Erneuerung, dass du dich vielleicht mal irgendwo anders um deine Bedürfnisse kümmerst und vielleicht auch einen Job suchst, in dem du dich sehr, sehr wohl fühlst. Na?
Okay, also dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war deine Hauptenergie, ganz kurz und knappig. Ganz kurz und knapp. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, abonniert gern den Kanal. Hier gibt es noch jede Menge andere Videos von mir. Und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Video.